Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um eine kleine Plank-Routine, die ich euch zeige. Die geht nur 5 Minuten und die könnt ihr eigentlich überall machen. Entweder als Finisher nach eurem Workout, als kleines Warm-up vor eurem Workout, wie auch immer ihr das einbauen wollt. Das Einzige, was ihr dazu benötigt, ist eine Stoppuhr. Es muss nicht unbedingt ein Handy sein, es kann eigentlich jegliche Art von Stoppuhr sein. Ihr könnt auch ein Lied nehmen, das 5 Minuten geht, wie auch immer. Und es ist eigentlich sehr, sehr simpel. Ich erkläre euch alles währenddessen, weil Planks sind ja ein bisschen langweilig und da habe ich auch noch einen Geheimtipp am Ende des Videos für euch. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Okay, wir legen einfach direkt los. Wir starten im ganz normalen Unterarmstütz. Legt die Stoppuhr bereit, Körperspannung halten, Schultern sind über euren Ellbogen und let's go. So, in der Zwischenzeit erzähle ich euch ein bisschen was. Ihr achtet bitte immer drauf, dass ihr nicht hochguckt, so wie ich jetzt zu euch in die Kamera, weil ich ja ein bisschen mit euch den Kontakt halten will. Aber ihr achtet immer drauf, dass euer Hals in Verlängerung der Wirbelsäule ist. Und wir halten jetzt diese Position genau eine Minute lang. Anschließend wechseln wir die Position auf einen Arm, das heißt in den Seitstütz. Und anschließend dann nach der einen Minute wieder wieder auf die andere Seite, den anderen Arm. Also eigentlich ganz, ganz simpel. Dann haben wir 3 Minuten voll. In der 4. Minute gehen wir in die High Plank und in der letzten halten wir die Liegestützposition allerdings unten. So, wir haben jetzt auch schon gleich geschafft. 10 Sekunden noch. Spannung halten. Und 5, 4, 3, 2, 1. Positionswechsel. Kleiner Tipp, wenn ihr euch nicht zu sehr auseinandernehmen wollt, nehmt zuerst den starken Arm, dann kann der schwache Arm sich hier nämlich gerade ein bisschen ausruhen. Hier halten wir wieder eine Minute. 15 Sekunden sind auch schon vorbei. Wenn es hier euch ein bisschen zu schwer wird, könnt ihr im Notfall auch noch ein Knie aufsetzen und den Hebel ein bisschen leichter machen oder die zweite Hand aufsetzen. Dann ist das Ganze noch ein bisschen lockerer. Ihr könnt auch die eine Minute durchstehen, ohne ganz abzusetzen. 20 Sekunden noch, dann wechseln wir den Arm. Noch 15. Gleich geschafft, durchhalten. 10 Sekunden noch. Und 5, 4, 3, 2, 1. Wir wechseln den Arm auf die andere Seite, dabei nicht absetzen, Spannung halten. Achtet darauf, dass hier wieder der Ellbogen genau unter eurer Schulter ist. Spannung halten. Und die Hälfte ist gleich schon vorbei von den 5 Minuten. Gleich geschafft, kommt schon. Noch 30 Sekunden, die Hälfte der 5 Minuten sind genau jetzt um. Easy, schaffen wir locker noch. Schwerste Minute wird die letzte. Da könnt ihr euch auf jeden Fall ein bisschen challengen. 20 Sekunden noch. Das kommt gleich meine Lieblingsposition, finde ich persönlich die einfachste. Noch 10. Und 5, 4, 3, 2, 1. Wir kommen hoch. High Plank. Achtet hier drauf, Schultern über den Handgelenken aktiv in den Boden greifen, eure Unterarmmuskulatur aktivieren und auch hier wieder Kopf in Verlängerung von der Halswirbelsäule. So, und von hier gehen wir gleich runter in die enge Push-Up-Position. Allerdings gehen wir nicht wieder hoch, sondern halten die letzte Minute da unten. Werdet ihr merken, euer Trizeps ist gut auf Pump danach. 30 Sekunden, dann geht's los. Ich fange jetzt auch schon langsam an zu schwitzen. Nicht nachlassen, 20 Sekunden noch. 15, dann geht's runter. Letzte Position. Die letzte Minute halten wir hier unten. Achtet darauf, dass die Ellbogen
eng am Körper sind. Blick auch hier Richtung Boden, ganz besonders wichtig. Wenn ihr jetzt nach oben guckt, habt ihr einen ordentlichen Knick in der Halswirbelsäule. Ich muss nur zwischendurch zur Uhr gucken. 20 Sekunden schon geschafft. Nicht nachlassen. Noch 30. Kommt, alle bis zum Schluss durchhalten. Noch 20 Sekunden. Und Endspurt jetzt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und einen sauberen Push-Up nach oben. Puh. So, geschafft. Ja, das war eine kleine Plank-Routine. Ich mache die gerne am Ende von Kursen und ihr könnt die aber auch davor machen als kleines Warm-up. Ich bin jetzt auf jeden Fall warm. Ja, ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Falls nicht, nicht so schlimm, es ist schon nicht so ganz so einfach. Mit ein bisschen Training werdet ihr aber merken, ihr werdet extrem schnell besser in Planks. Es ist nicht so eine unglaublich schwere Übung, aber dennoch am Anfang, wenn man es nie gemacht hat, so eine kleine Challenge ist es schon. Und für alle, die jetzt 5 Minuten das hier total easy durchgestanden haben, jetzt der Geheimtipp, wie am Anfang versprochen. Und zwar schaut mal hier oben auf den Link vorbei. Da kommt ihr bei Pete Air auf den Kanal und er hat eine Breakletics-Übung für euch hochgeladen, wo ihr die Plank ein bisschen interessanter gestalten könnt. Er hat auch eine sehr andere Meinung über Planks. Davon habe ich euch jetzt noch gar nichts erzählt. Ich bin auch mit in seinem Video. Schaut einfach mal vorbei auf seinem Kanal. Jede Menge Workouts, viel Inspiration. Ja, lasst ihm auch gerne ein Abo da und mir natürlich auch hier unten. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.